Hallo Leute und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Episode zu Dragon Quest 11. In der letzten Episode haben wir die Kleine hier kennengelernt, die ziemlich süß zu mir gerade hochguckt, die anscheinend, also die liebe Veronika, so heißt sie, ich möchte sie immer verwechseln mit Sandra, weil sie halt eben Sandra so ähnlich aussieht, oder ich stell's mir halt eben nur so vor, auf jeden Fall kommt sie mir sehr ähnlich zu Sandra vor. Die liebe Veronika haben wir hier kennengelernt, die jetzt mit uns auf Reisen geht, denn wir müssen jetzt halt eben ihre große Schwester finden und die soll sich anscheinend hier befinden in, wer ist das nochmal, die kryptische Krypta. Dort soll sich Veronikas Schwester befinden und wir müssen sie halt eben jetzt retten und deswegen würde ich auch sagen, wir werden hier gar keine Zeit irgendwie vergeuden, nicht lang fackeln, sondern wir werden direkt reingehen und hoffentlich nicht geslayt werden von viel zu starken Gegnern. Die kryptische Krypta, wieder eine sehr, sehr eisige Stimmung hier, natürlich. Ach so! Wir werden direkt begrüßt mit natürlich 4 Monstern. Dracomagus 2 Stück natürlich und dann diese komischen Schnecken und so weiter. Was auch ganz lustig immer ist, ist halt eben, dass diese liebe Veronika mit ihrem Stab immer einfach attackiert. Spielt einen unheimlichen Dunst. Ich darf keine Zauber mehr verwenden. Dankeschön. Das ist ja, das ist ziemlich nett. Doch, das nehme ich wohl so mit, Dracomagus. Nee, aber ich finde das sehr interessant, dass sie halt eben dann immer mit ihrem Zauberstab attackiert. Was viel cooler wäre, wäre natürlich, wenn sie auch wirklich einen Zauber nutzen würde. Ich kann sie nur leider nicht kontrollieren, sie wird mir leider hier nicht angezeigt, aber was ich eben ganz kurz machen werde, ist, dass wir jetzt anfangen, den lieben Erik zu kontrollieren. Denn Erik, und das werde ich euch gleich mal eben ganz kurz zeigen, ich werde jetzt einmal Dracomagus hier attackieren. Kann ich Erik auch steuern oder? Achso, der kommt jetzt. Denn er hat nämlich einen Zauber kennengelernt. Hat er überhaupt irgendwelche Fähigkeiten? Ja genau, Klemptomane natürlich nur. Und zwar sehen wir hier, erzeugt ein Erzsiegel, das dem Feind jedes Mal, wenn er eine Aktion ausführen will, Schaden hinzufügt. Das klingt cool für Bosskämpfe, no joke. Das wollte ich jetzt eigentlich nur gucken. Also ist jetzt nicht so, dass ich ihn groß irgendwie nutzen wollte. Ich wollte halt einfach nur gucken, was er da kann. Das war eigentlich so mein Hintergedanke. Aber das ist cool für Bosskämpfe. Das müssen wir uns mal merken. Das ist jetzt für mich noch nicht so oberste Priorität, dass wir ihn immer noch steuern selber. Sondern das kann er immer noch selber machen. Aber es geht mir halt eben nur darum, seinen Zauber halt eben anzuschauen. Das wollte ich jetzt gerade machen. Wahrscheinlich geht das auch anders. Wahrscheinlich kann man auch anders schauen, was für ein Zauber das ist oder wie man ihn einsetzen kann, was für eine Wirkung er hat und so weiter. Wahrscheinlich auch außerhalb des Kampfes, aber ich habe es jetzt einfach so gemacht. Ist ja jetzt auch egal, wie ich das mache. Hauptsache, wir wissen jetzt besser darüber Bescheid. Also, die kryptische Krypta. Hier müssen wir natürlich aufpassen, wir dürfen nicht so laut sein. Das heißt ja nicht, ist ja nicht umsonst eine Krypte. Klumpeneisenerz, warum denn noch nicht? Und hier ist alles übersät mit Gegnern. Was bist du denn? Warum kannst du schweben? Was ist das denn für eine Mumie? Nee, das ist so ein Holz, so ein... Hier, das sind diese... Ach, was sind das nochmal für Dinger? Das sind diese Holz... diese Holzpuppen, die... Ach Mann, ich weiß nicht, das... Es gibt so Spielzeug-Holzpuppen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Keine Ahnung, ob irgendein Schwein da draußen die irgendwie kennt oder sowas. Aber es gibt diese komischen Holzpuppen, die so... Morast-Marionette legt ein bizarres Ballett hin. Ach so, er hat mir jetzt einfach... oder Erik MP geklaut. Und Mega-Schwächung kommt auch gleich hinterher. Ach so, okay. Da habe ich auch, by the way, Dankeschön, geht da nochmal raus an den oder die liebe Zuschauerin. Mir wurde nämlich zugute getragen, dass nämlich so ist, dass Mega-Schwächung hier in diesem Spiel die Verteidigung um 1 senken lässt und eine normale Schwächung vom Gegner um -2. Wollte ich auch nochmal ein bisschen Trivialwissen hier rausbringen, das wurde mir halt eben auch nochmal erzählt. Weil die Schatztruhe steht da so prädestiniert, das ist doch eine Falle. Ich bin doch nicht blöd, Mediamarkt. Ich wollte gerade, ja... Natürlich, also, ja, natürlich ist das eine Falle. Aber das Problem ist, jetzt bin ich... Ist das eine Falle? Oder ist die einfach mit runtergefallen? Ein Yggdrasilblatt? War das nicht in den vorherigen immer so, dass man das damit irgendwie im Kampf einen toten Gefährten wiederbeleben konnte und dann volle Leben irgendwie bekommt? Ich bin mir nicht mehr zu 100% sicher, wo ist das Gegenstandsbeutel, war. Wo haben wir das denn? Yggdrasilblatt. Lässt einen gefallenen Verbündeten in die Welt der Lebenden zurückkehren. Genau, ja, das habe ich noch so in Erinnerung, genau. Ich weiß nicht, wo wir jetzt sind. Also in der Grube, klar, wir sind jetzt weiter unten, aber ich möchte jetzt eigentlich wieder nach oben, weil da habe ich noch nicht alles gesehen. Aber es sieht wohl nicht danach aus, als würden wir jetzt schnell wieder nach oben kommen. Hier ist, glaube ich, gar nichts. Oder sind wir von hier gekommen? Hier ist eine Leiter, die nach oben geht? Wir sind aber jetzt nicht von der Leiter gekommen, oder? Wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Das hier ist ein Labyrinth. Ich meine, das wurde uns ja auch gesagt gehabt, dass das hier ein dickes Labyrinth ist. Ich weiß überhaupt gar nicht, wie erstmal die... Ich wollte gerade schon wieder Sandra sagen. Wie die Veronika hierher gekommen ist und dann auch noch die große Schwester, wie die sich hier durchgeschlagen hat. Genau, da sind wir dann runtergefallen. Also ich würde sagen, wir laufen mal außen herum. Wenn das so in meinem Kopf gerade funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Mann, es wird doch sowieso nicht funktionieren. Wahrscheinlich sind hier sogar viele Fallen, oder? Und es wird hier viele Stellen geben, wo man runterfallen kann. Dich will ich noch nicht berühren. Ich weiß nicht, was dann passiert. Ich will dich noch nicht... Wo, was? Was? Tageslicht immerhin? Ich möchte aber hier rumgehen und... Oh Gott, nein, 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 nein.
Ach komm, echt jetzt? Und jetzt sind wir hier gelandet. Was seid ihr denn für Viecher? Aber warte mal, hier. So ein Gefährt können wir uns wieder abholen. Aber zuerst besiege ich diese Zombies hier, bevor ich das Gefährt da mitnehme. Die kenne ich auch noch. Und dann kommt natürlich auch noch zu Bernd das Brot mit dazu gelaufen. Ja, warum denn auch nicht? Oh, ich muss mich heilen. Oh, oh. Oh, oh. Edge ist okay, klar. Können wir ruhig machen. Aber solange ihr mich nicht attackiert, ist alles Pinito Faletti. Nein, ich wollte mich heilen. Ich habe einfach A gespammt, weil ich dachte, die greifen jetzt auch noch an. Säusel, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Nein, wir sind tot. Wir sind tot. Aber der Kampf geht auch weiter, ne, weil Erik lebt, oder? Ich glaube, ja. Sollte ja eigentlich. Das heißt, es ist jetzt ein Autoscroller, oder nicht? Ich wollte gerade sagen, jetzt gucken wir einfach zu, wie die kämpfen, weil wir haben ja keine Kontrolle, wir haben ja keine Macht über die. Wirkt einen verhängnisvollen Fluch? Wollt ihr mich gerade umbringen mit einem Zauber? Oder besser gesagt, die Veronika. Ja, die machen das, die beiden, oder? Speit ein schwallgiftiger Schmier? Alter, 18 Schaden. Ich weiß nicht, wie viel Leben du hast, Veronika. Du machst noch einen Schaden beim Gegner. Der lebt immer noch. Wirkt einen verhängnisvollen Fluch. Verfehlt. Ach so, Fluch. Wobei, man kann ja auch verflucht werden hier im Spiel. Stimmt. Ich erinnere mich jetzt wieder. Ich hoffe, ich lebe jetzt gleich wieder. 91 Erfahrungspunkte. Goldmünzen, schön. Mit wie vielen Leben? Okay, mit einem Leben ist vielleicht ein bisschen krass. Ich halte uns jetzt mal wieder hoch und so. Das hätte ich auch gleich mal machen sollen. Und jetzt hole ich mir das Gefährt hier. Was auch immer ihr seid. Für komische Läufer da. Was bist du? Ja, natürlich gibt es natürlich noch weitere Gegner, die uns da irgendwie auch noch in den Rücken fallen. Wie soll es denn auch anders sein? Mega Schwächung. Wunderbar. So lobe ich mir das. Verfehlt immerhin Erik, weil der ist derjenige mit der geringsten Ausdauer. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel Leben diese Veronika hat. Ich hoffe, die kann mir nicht wegsterben oder so, weil dann haben wir ein Problem, weil ich glaube nicht, dass sie mal eben so wieder aufsteht. Was? Was? Ist gestürzt und schafft sie wieder aufzustehen? Das ist nämlich an diesem Meme. I have fallen and I can't get up. Okay, jetzt bin ich also erstmal bewegungsunfähig. Ah ne, da stehe ich doch schon gleich wieder auf. Was wollen wir machen? Flammenhieb auf den Schädelreiter, der macht gut Schaden. Können wir den mal eben ganz kurz ein bisschen nichtig machen? 15 Schaden ist jetzt nicht so geil. Verfehlt uns immerhin. Vor allem, ich glaube, dieser Zauber hat überhaupt gar keine Wirkung auf Veronika. Ich meine, die ist schon so klein. Ich glaube, die Schockwelle geht einfach über sie drüber. Das ist so dieser Vorteil, den sie jetzt hat mit ihrer Größe. Oh, guck mal, sie hat seine Ole Fiole ein. Ach, wie süß bist du denn? Wie süß ist sie denn? Sie hat mich gerade geheilt. Oh, das finde ich ja echt klasse. Das finde ich ja echt cute, muss ich sagen. Guck mal, wir haben den jetzt auch besiegt. Jetzt können wir damit sogar durch die Gegend düsen. Mit diesem Skelettkörper, wa? Genau, du kannst jetzt auf den Ross des Schädelreiters durch die Gegend flitzen, heißt es jetzt. Wirklich, ist das Teil schnell? Ja, doch. Das hat auf jeden Fall so kleine Schnelligkeiten. Zwei Klumpen Golderz. Warte mal, was ist das da? Nein, 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 nein. Jetzt bin ich schon wieder... Natürlich. Eine Gruppe von Gegnern nähert sich. Wunderbar, toll. Und Säusel, klar. Jau, wie viel Schaden ihr macht. Bitte greift mich nicht an. Bitte. Hauptsache, genau, wollte gerade sagen, Hauptsache einfach immer auf einen Gegner am besten draufgehen, sodass wir halt eben die relativ zügig schnell dezimieren können, die große Gruppe. So wie bei Pokémon, wenn du in Doppelkämpfen bist. Immer auf einen Pokémon erstmal fokussieren, also jetzt nicht den kompetitiven, sondern natürlich nur den normalen Playthroughs, damit du natürlich dich dann auch wieder nur auf einen Pokémon konzentrieren musst, dann im Nachhinein. Warum greifen sie eigentlich immer nur mich an? Könnt ihr damit mal bitte aufhören, Hexaklos hier? Ich hoffe, du verreckst daran. 19 Schaden, schön. Natürlich geht er hier auch wieder auf mich. Und ich bin natürlich vergiftet. Was mache ich denn falsch? Immerhin habe ich ein Gegengiftkraut. Wie viel Schaden macht sowas? 4. Haben wir überhaupt irgendwas? Ne, wir haben nur Heilkräuter. Ich nutze mal ein Heilkraut für mich. Ich setze dafür jetzt keine MP ein. Ich setze mal ein Heilkraut ein, sodass wir die Vergiftung ein bisschen überleben können. Erik, du musst das jetzt ein bisschen richten. Es wäre jetzt sehr schön, wenn du denen so ein bisschen den Garaus machen könntest. Okay, dann vielleicht Veronika? Ein Schaden, da kommst du nicht mit weit. Jetzt sind es 3 Schaden. Können wir den Wiedergänger einmal kurz ein bisschen... Bitte? Nein, der greift natürlich mich an. Ne, sie. Oh Gott. Ist auch nicht so gut. Dankeschön. Die halten echt viel aus. Und jetzt muss ich mich erstmal... And don't come back. Und jetzt müssen wir uns erstmal hier, Gegenstände. Machen wir das nochmal? Ausrüstungsbeutel, dann Gegenstandsbeutel. Jetzt müssen wir uns mal ein bisschen hier entgiften davon. Wo haben wir das denn? Bin ich daran schon vorbeigelaufen? Ich glaube schon, ne? Gegengiftkraut, da haben wir es doch. Benutzen auf mich. Benutze ein Gegengiftkraut. Sehr schön. Und was haben wir hier vorne? Was ist das? Ein glückloser Abenteurer scheint eine letzte verzweifelte Nachricht an die Wand gekritzelt zu haben. Besiegt den funkelnden Schädelreiter und blickt nach oben, um seine Fährte zu finden. Folgt ihr, dann führt sie euch an die Oberfläche. Was? Ich soll an die Decke schauen? Das muss man mir jetzt gleich nochmal besser erklären. Kann ich mir da vorne erstmal das Item bitte holen? Ah, der kann Wände langlaufen oder was? Nee, was ist das denn für ein Vieh? Das macht vielleicht ein bisschen Angst. Ah, so können wir dann auch auf die andere Seite gelangen, ne? Da vorne bei dieser Schatztruhe, die da auch vorne war und so weiter. Dann können wir nämlich einfach so über die andere Seite, glaube ich, latschen. Glaube ich jetzt einfach mal. Das sagt jetzt einfach mein naives Ich. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier runterfalle,
Kann ich auf der anderen Seite wieder hochlaufen? Nee. Kann ich nicht, okay. Schade. Ach komm, das war ein cooler Gedanke, ja. Komm, das können wir ein bisschen appreciaten jetzt gerade. Okay, dass ich diesen Gedanken hatte. Aber da hinten kann ich auch nochmal hoch. Ich gehe mal auf die andere Seite. Komm, diesen Gedanken könnt ihr mal appreciaten, ja. Das war schon eigentlich ganz cool von mir, durchdacht eigentlich. Nein! Ach Mann. Auch noch diese Zombies. Und die kommen immer in so riesigen Gruppen. Mann, Leute, warum denn auch? Megaschwächung, das ist immer das Erste, was die einsetzen. Ich habe keine Zeit für euch, ehrlich. können wir uns wieder um das Wichtige kümmern? Wie beispielsweise unserem Abenteuer hier. Giftige Schmiere. Am besten vergiften die auch noch Veronika, die ich überhaupt nicht heilen kann, weil ich überhaupt gar keinen Zugriff auf sie habe. Sie macht halt einen Schaden gegen diese komischen Dinger, ne? Ja, den Kriecher sollten wir am besten als nächstes killen, würde ich sagen. Ne? Und dann, jetzt konzentrieren wir uns voll auf diesen Zombie da. Alter, 20 Schaden. Klar, der sitzt da auf minus 1 wegen der Megaschwächung, aber trotzdem, das ist ein Schaden. Wie willst du so nicht mitnehmen? Warum? Das ist auch eine Frage, die ich mich die ganze Zeit stelle. Wie ist denn das jetzt eigentlich überhaupt nochmal eingestellt? Wann kann jemand zweimal in einer Runde attackieren? Und ne? Weil, ich habe das noch nicht so ganz verstanden, weil manchmal greifen sie zweimal an, manchmal nur einmal in einer Runde und so weiter. Und ich habe noch nicht so ganz durchblickt, wann das der Fall ist. Ich bin da noch nicht so ganz hintergekommen. Was? Ach Mann, ich werde nur in diese Typen da reinlaufen. Warum geht ihr mir alle so auf den Sack? Und warum könnt ihr alle jetzt schon angreifen? Achso, weil ihr uns überrascht hattet, ne? Klar. Schön. Schön, ihr greift wieder alle mich an. Aber Erik kann sofort wieder angreifen. Wie gesagt, guck mal, ich verstehe das nicht. Jetzt ist eine Runde wieder vergangen. Das ist so eine Sache, die hätte ich auch mal gerne erklärt bekommen. V-Punkt. Bitte, kümmere dich. Vielleicht kannst du mir das mal ganz kurz erklären. Also, Knister machen wir jetzt einfach mal gegen die Dracomagos da. Bei Heilen wäre wahrscheinlich ein bisschen besser gewesen. Weil wir sitzen auf minus 2. Ja, und wir werden jetzt sterben. Wird das erste Mal sein, dass wir tatsächlich auch sterben? Weil ich glaube, wenn Erik jetzt gleich Schaden bekommt, wird er auch instant sterben. Fluch, verfehlt immerhin. Megaschwächung nochmal, klar. Setz uns am besten so weit runter, bis wir überhaupt gar keine Rüstung mehr haben. Bis wir angefurzt werden können und wir fallen um. Gut, das war's. Das ist das erste Mal, dass wir sterben. Alter Schwede. Außer Zombie greift jetzt Veronika an. Schön. Guck mal, das kann noch was werden. Ja, bitte. Bitte. Nein. Ach, Mann, wir sind tatsächlich gestorben. Die Gruppe wurde ausgelöscht. Das ist das erste Mal, dass wir gestorben sind. Ja, ich weiß, ich habe mich nicht geheilt. Ist okay. Was? Ich muss jetzt... Nee, bitte vom automatischen Speicherpunkt. Das wäre ganz klasse, oder? Das wäre ganz cool, wenn wir das machen können. Du kehrst zum letzten automatisch gespeicherten Spielstand zurück. Könnte ich vielleicht sehen, wo der ist? Da haben wir es. 2 Uhr vom letzten Tag... Oh, was ist denn jetzt die Gänste? Letzter besuchte Ort Onsen. Ja, da muss ich die kryptische Krypta natürlich nehmen. Ja, wunderbar. Wir müssen wieder... Von wo fangen wir wieder an? Das ist jetzt 10 Minuten her. Das ist am Anfang der Episode wahrscheinlich, oder? Oh mein Gott. Oh nein. Na super. Ich habe es mir auch selber nicht einfach gemacht. Das muss man an der Stelle auch sagen. Ich habe es mir selber nicht einfach gemacht. Ich hätte auch einfach heilen können und so weiter. Ich wurde ein bisschen überrascht von dem Zombie da. Aber die halten halt eben auch brutal viel aus. Komm, gegen dich kämpfe ich jetzt einfach mal, damit wir dich auch in der Monsterliste und so weiter haben. Die halten auch brutal viel aus. Ich war halt ziemlich überrascht, okay? Aber wie gesagt, ja, das ist halt ziemlich blöd von mir jetzt gewesen. Das muss man an der Stelle sagen. Das war ziemlich blöd von mir, ja. Wir haben immerhin jetzt nochmal die Morast-Marionette da besiegt und so weiter. Und jetzt kenne ich mich auch ein bisschen besser aus. Jetzt weiß ich auch so ein bisschen, was hier Tacheles ist, was hier Sache ist. Bevor ich da jetzt zu dieser Kiste gehen werde, werde ich mich erstmal hierhin begeben. Wir könnten da runterlaufen, mache ich aber noch nicht. Ich glaube, da sind wir auch eingestürzt, ne? Wobei, da kommen wir erstmal zu diesem Yggdrasil-Blatt. Dann gehe ich mal da hinten lang, weil hier bin ich noch gar nicht lang gelaufen. Achso, ja. Gut, hätten wir das? So viel dazu. Huch, wo bin ich denn? So. Aber jetzt können wir uns schon mal das Gefährt jetzt gleich mal schnappen, würde ich sagen. Wobei, sind wir? Ist das dieselbe Grube? Ja, ist tatsächlich. Weil dann schnappen wir uns jetzt gleich schon mal direkt das Gefährt. War hier irgendwas? Ja, eine Schatztruhe. Und dann werden wir halt eben schon direkt wissen, wo wir hingehen können. Das ist das Gute daran. Jetzt können wir so ein bisschen das Ganze schneller und besser hier eben durchackern und so. Aber es heißt schneller und besser. Es ist erstens nicht schneller, besser ist es halt eben auch nicht. Schneller wäre es gewesen, hätte ich das überlebt. Und zweitens besser. Warte mal, was? Die Tür ist fest verschlossen. Der Plan geht also so nicht auf, wie ich es mir vorgestellt habe. Also gehen wir doch mit der Leiter nach oben. Okay, dann müssen wir halt eben von der anderen Seite dahin. Gut, Message angekommen, verstehe. Also doch nicht schneller und besser. Also werden uns doch Steine in den Weg gelegt. Also literally Steine in den Weg gelegt. Ist sowieso ein Labyrinth.
Und Orientierungssinn ist bei mir nicht so eine große, ausgeprägte Stärke. Das möchte ich eben ganz kurz auch nochmal sagen. Hier können wir mal runterfallen, genau. Hier bin ich ja auch zuerst runtergefallen und ich glaube, hier können wir auch das Gefährt holen. Scheiße, können wir immer noch nicht. Mann, ey. Ich mach's mir auch selber nicht einfach. Tut mir wirklich leid. Wie gesagt, Orientierungssinn wie ein Go-Kart, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, oder wie ein Einkaufswagen. Nimmt's, wie ihr haben's wollt. Wie ihr es haben wollt. Ich habe auf jeden Fall kein gutes Orientierungssinn. Kein gutes Gespür dafür. Labyrinthe sind mein Kryptonit, mein Erzfeind. Deswegen kommt das auch gerade so gelegen, dass ich das jetzt machen darf hier. Also Yggdrasil da. Die Wurzel werde ich noch nicht berühren. Können wir hier lang? Oder bricht das jetzt auch zusammen? Natürlich. Und wehe, wir sind jetzt nicht da, wo wir... Okay, wir können das Gefährt hier holen. Ja, sehr schön. Hier war das nämlich in der Mitte, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, da ist das Gefährt. Und ich werde auch keinen Zombie attackieren. Ich werde direkt auf das Gefährt hier drauf gehen, weil diese Zombies können mich mal allesamt sowas von am Poppes. Okay, da kommt nämlich direkt auch schon einer aus dem Boden gekrochen. Ah, super. Ich hoffe, ich muss diesmal nicht so viele davon besiegen. Oder zumindest attackieren oder so. Das sind echt nervige Dinger. Die halten halt viel zu viel aus, machen gut Schaden. Sind wir underleveled? Kann das sein, dass wir... Jetzt oder nie, sagt er. Kann es sein, dass wir ein bisschen mehr trainieren müssen, ein bisschen mehr gegen wilde Monster kämpfen müssen, um zu leveln? Ich habe nämlich so, wirklich so ein bisschen das Gefühl, dass wir zu schwach sind. Ich möchte das kaum aussprechen, weil wir haben uns eigentlich auch ziemlich gut ausgerüstet und so weiter, aber irgendwie möchte ich sagen, dass wir nicht so stark sind. Bitte vergift... Ich wollte gerade sagen, bitte vergift ihn nicht. Was passiert genau so? Aber heilen trifft es eigentlich auch ganz gut, denn ich werde jetzt mal ein Heilkraut für dich verwenden. Hier ist das. Und dann jetzt werden wir mit dem Gefährt hier durch die Gegend latschen. Und hier irgendwo war doch an der Wand noch eine Schatztruhe. Genau hier hinten war das. Du greifst mich nicht an, Freundchen. Zwei Klumpen Golderz, das werden wir auch nochmal ansprechen. Einfach damit wir es halt eben angesprochen haben. Ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendeinen Sinn hat. Wir wissen jetzt auf jeden Fall darüber Bescheid, dass wir hier Venor kraxeln können. So, und jetzt sind wir eigentlich mehr oder minder da stehen geblieben, wo ich jetzt vorhin gestorben bin. Also, wir kennen jetzt so ein bisschen besser den Weg hier. Das heißt also für mich... wo bin ich nochmal lang gelaufen? Ich glaube hier lang, ne? Und da bin ich auch irgendwie eingestürzt. Ich glaube, das kann man sogar sehen an dem Boden, genau. Und da bin ich dann eingestürzt und dann ging alles kaputt. Hier sollten wir dann also auch einstürzen, glaube ich. Stürzt man jetzt hier überall ein oder sieht man das nicht am Boden? Weil hier stürzen wir doch auch ein. Nee, stürzen wir überhaupt nicht. Natürlich nicht. Na gut, okay. Dann kommen wir hier hinten so durch. Hier können wir uns wieder ein Gefährt halt eben holen. Hier ist vielleicht irgendeine Kiste. Jawohl. Findet eine Mini-Medaille, immer noch sehr schön. Ich frage mich immer noch, wann wir die halt irgend einsetzen können und wo wir sie auch vor allem einsetzen können. Oder einlösen, besser gesagt. Gehen wir mal hier weiter. Vielleicht brechen wir ja hier ein. Auch nicht. Wir leben ganz schön gefährlich. Oder kann es sein, dass man mit diesem Gefährt gar nicht einbrechen kann? Kann das vielleicht sein? Eine Silberplatte, das ist doch, glaube ich, ein Schild, ne? Kann es sein? Okay, nee. Ja, Moment. Damit habe ich auf jeden Fall schon mal die Mythbusters eingesetzt. Ein Labyrinth ist das ja hier sowieso, ne? Jetzt können wir wieder hier hochkraxeln und so. Das hier ist ein Labyrinth. Ich muss noch ein bisschen besser damit klarkommen, wo wir hier langlaufen müssen. Also, wo waren wir noch nicht? Wir waren noch nicht nach oben gelaufen. Das mache ich mal als nächstes. Da vorne sehen wir auch einen Speicherpunkt. Wir haben auch noch nicht mit dieser Wurzel gesprochen. Wisst ihr was? Ich werde jetzt mal einfach mal die Wurzel da berühren. Wenn ich da hinkomme, ohne dass ich einstürze. Dankeschön. Wir werden jetzt mal diese Wurzel berühren. Ja, ich möchte diese Wurzel einmal bitte berühren. Ich möchte mal schauen, was sich dahinter verbirgt. Was kriegen wir jetzt für eine Vision? Ich glaube zumindest, dass wir eine Vision jetzt bekommen, oder? Oh ja. Mal gucken, was passiert. Oh, wer bist du denn? Eine Silhouette eines sehr interessanten Monsters. Könnte der Boss sein in dieser Höhle, oder? Oh, I almost forgot. There's a trap up ahead. I forget my shadow if it wasn't sewn on. Okay. I can't go falling into my own trap now, can I? What would the others say? Right, I better go the long way. Wie kannst du überhaupt von dieser Falle erwischt werden? Du kannst literally schweben und fliegen. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Okay, er geht also nach rechts. Die politische Richtung ist jetzt also schon mal geklärt von dem Teil. Ich weiß noch nicht, wo ich jetzt hinlaufen muss. Okay. Mal gucken, okay, dann also nach rechts, sagt er. Das war jetzt hoffentlich dieser Gang und dann nach rechts, also ist er hier lang gesprintet. Er hat gesagt, er nimmt den Umweg. Das bedeutet, er ist dann hier hochgelaufen, würde ich sagen. Und dann hier außen herum. Um dann hier nach oben zu laufen. Hopefully. Kann ich da durch? Yes, es war richtig. Jawohl, ich bin ein bisschen stolz auf mich gerade. That's one heck of a fountain to be hidden away down here. Was siehst du?
Deine große Schwester! Sie ist jetzt aber nicht tot, oder? Serena, wake up! It's me, Veronica. Hat jemand Riechsalz dabei? That's your sister? Steh doch nicht so rum, Erik. Hallo, die ist bewusstlos. Serena! We said we'd always be there for each other, didn't we? Well, I'm here for you now. So pull yourself together! Sie ist jetzt aber nicht tot, oder? Du meine Güte. Doch, sie wacht auf. Sie greift den Sitz an, ich sehe es doch schon kommen, oder? Der Schatten ist in ihr übergegangen. Was für süße Musik da läuft. Oh, I'm ever so sorry. It's just I... Well, I was so awfully tired after all that searching that I needed a nap and... Naja, das kann man dir nicht übel nehmen, ne? Veronica! Is that really you? What in the world has happened to you? Who... But... How did you know it was me? Ich wusste es, das ist eine Erwachsene. We've been sisters a long time, you know? It would take a lot more than a new look to fool me. Was? Ich werde komplett... Ich kann wieder Theorien aufstellen, wie ein Irrer. Oh, yes, very funny. What were you doing lying on the ground like that? I thought you were... Well, that you were... You know... Was geht hier ab? Sorry to interrupt the reunion, but didn't you tell us Serena was your kid sister? Ja, das war immer... Achso, nein, Serena ist doch die große Schwester, oder habe ich das falsch verstanden? Well, if you want to get technical about it, actually we're twins. Zwillinge. But we don't look the same age anymore because, well, it's all a bit complicated. I told you I was taken off by monsters, didn't I? They've been kidnapping people so they can steal their magical powers. Die haben dich also in den Körper eines Kleinkinds geworfen? Well, I wasn't gonna let them have mine without putting up a fight. But the more I resisted, the younger I got. I don't quite understand it, but instead of draining my magic, they drain my age. Ey, wo sind die Monster? Ich brauch so welche. What I'm basically saying is that I'm not a child. So stop treating me like one. Okay, ich behandle dich gar nicht wie ein Kind. Das ist nur Erik. Hallo. You're not a kid. But you still look like one. Don't you want to do something about it? Ja, was soll die denn machen? Of course I do. Why do you think I brought you here? I want you to help me clobber those stupid monsters and see if we can fix this. Oh. You will help us, won't you? I promise to do my bit as well. I have some really rather wonderful healing spells, you know. Oh, Serena, welche Heilzauber sind das denn? Oh, ich bin jetzt sehr interessiert. Aber cool, okay, jetzt laufen wir also auch noch mit Serena dahin. Das würde, und vor allem, weil man hier speichern kann, würde für mich jetzt gleich bedeuten, dass wir einen richtig starken Bosskampf jetzt gleich haben. Deswegen würde ich jetzt direkt mal speichern gehen. Achso, ich wollte gerade sagen, LP und MP wurde auch aufgefüllt, da kommt jetzt gleich auf was auf uns zu. Ich werde jetzt hier speichern erstmal, ganz wichtig. Bevor wir hier irgendetwas erledigen, werde ich hier auf jeden Fall speichern. Weil jetzt gleich wird uns wahrscheinlich der Mors zerrissen. Ja, ich möchte fortfahren. Uns wird jetzt gleich wahrscheinlich der Mors zerrissen. Ich bin gespannt. Und da werde ich dann auch, kann ich das jetzt schon machen? Verschiedenes? Und dann hier genau die Taktiken. Weil da werde ich dann auch Erik sagen, dass du meinen Befehlen folgen sollst. Weil das muss ich dann ein bisschen selber koordinieren und takten. Oh mein Gott, das kann ja jetzt gleich was werden. Wir berühren dich auch nochmal. Yggdrasil-Wurzel berühren, jawohl. Zeig mir, was du sonst noch so hast, Schatten. Das war doch so ein Schatten, oder nicht? Ich beziele den jetzt einfach mal als Schatten. Komm, wir machen es jetzt einfach mal als Schatten. Schade, es wäre jetzt auch lustig geworden, wäre das falsch einfach gewesen. Der wäre so richtig traurig wieder zurückgelatscht. Okay, Umbra Kadumbra. Oder Umbra Kadabra? Verdammt, jetzt habe ich das schon wieder vergessen. Meine Güte, habe ich immer Probleme damit, mir Sachen zu merken, ne? Verdammtes Blitz-Alzheimer nochmal. Okay, ich hoffe, unser Protagonist hat sich das gemerkt. Wir wissen jetzt also, wir brauchen ein Codewort und wir kennen es. Also, auf der anderen Seite der Tür ist eine seltsame Stimme zu hören. Niemand kommt ohne das Kennwort weiter! Das Kennwort nennen? Ja, ich hab's ja. Wiederholt das Wort aus der Vision. Umbra Kadumbra, Schloss öffnet sich und die Stimmen sind zu hören. Also öffne ich sie behutsam. Oh, da sind sie. Da sind ein paar mehr. Was seid ihr denn? Are you
naughty. You come here and tell Jarvis that you let that lovely, juicy specimen escape. And you think an apology's gonna cut it? Vampert. This jars. Do you crackpots think sorcerers like Veronica come along often? Do you have any idea what we'll have to do to nab a specimen like that? Was wollen die mit Veronica bitte machen, hä? You knew I wanted to drain all her magic so I could earn the Lord of Shadows' respect when he came back. Oh, du wolltest noch reden. The Lord of Shadows? Oh, der Fürst der Schatten. That's them. They're the monsters who jumped me in the bathhouse and brought me here. Ich glaube, die haben dich wegen etwas anderem im Bad überfallen. See that jar by the big fat one? That's what he was sucking all my magic powers into. Und dein Alter anscheinend auch. Then I guess we'd better figure out how to get them back. Ich würde sagen, wir sind zu viert und das ist ein Vieh. Wir kämpfen. Hinter euch, hinter euch. Veronica. Warum flüsterst du? Wow! Weg. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall kämpfen. Wo sind wir hier gelandet, Alter? Especially when they bring me presents. If it isn't the one that got away, talk about it in the jackpot. Wie der redet, ey. Yeah, just sit tight while we suck every ounce of magic out of you. Boys, this lot have earned a VIP treatment. Get cracking. Ich habe nichts dagegen, wenn ihr mir mein Alter stehlt. Du, jünger werden tue ich wohl gerne. Kein Problem. Ja, hallo. Rein in den Kampf, Mann. Let's go. Was willst du eigentlich, du Trommler? Komischer Gremlin da. Boah, zu dritt. Vampert und Konsorten nähern sich. Dieser Kampf kann nur auf eine Art enden, indem du mir meine Magie zurückgibst, sagt sie. Okay, Taktiken haben wir gerade eben gemacht, Befehlen folgen, genau richtig. Veronica greift schon an und verfehlt. Wunderbar, das geht schon gut los. 11 Schaden? Vor allem, wenn jeder das macht. Gehen, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ja, danke schön, schläft nicht ein. Schön, 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 schön. Jetzt fangen wir nämlich erstmal an mit dem Zauber. Und zwar steiniger Springbrunnen auf diesen Vampert, wäre ganz schön. Das heißt, jedes Mal, wenn er attackiert, macht er sich selber Schaden. Das ist schon mal ganz schön. Zauber knister auf alle Schergen, die dort sind. Um das meistmögliche an Schaden rauszubekommen auf jeden. Das macht gar keinen Schaden. So, genau, er kriegt jetzt die ganze Zeit Schaden. So ein bisschen. Das ist gut. 20! Oh, danke, Serena. Das kann ich jetzt wirklich gebrauchen. Schön, dass du da bist, auf jeden Fall. Erik will jetzt angreifen. Ja, wir haben ja Fähigkeit nur Klemptomane, ne? Steiniger Springbrunnen. Soll ich das auch mal auf die Schergenschart machen? Nee, ich glaube, das bringt nicht so viel. Komm, wir greifen jetzt mal den Vampert komplett an. Der Vampert braucht jetzt übelst einen aufs Maul, weil der macht, glaube ich, am meisten Schaden. Knirsch? 14 Damage. Und Gan, bitte nicht. Warum immer alles auf mich? Warum immer alle auf mich? Er kriegt 11 Schaden, das ist auch in Ordnung. Veronica, du bist uns keine große Hilfe. Ach, sie setzt keine Zauber ein. Natürlich, weil ihre Kräfte doch genommen wurden. Stärkung, schön, Serena. Das ist klasse. Gut, dass wir sie haben. Und jetzt sehen wir das auch. Plus 2 ist das nämlich jetzt. Wäre das jetzt Mega-Stärkung gewesen, hätten wir alle plus 1 bekommen. Deswegen kann sie auch nicht zaubern, sondern schlägt immer mit ihrem Stab. Natürlich, weil sie keine Kräfte mehr hat. Mein Gott, da bin ich aber auch ganz schön spät erst drauf gekommen. Ich würde tatsächlich die ganze Zeit auf diesen Vampir bitte draufschlagen. Das ist der, der uns am meisten Schaden zurichten kann und den wir als erstes tot haben müssen. Knirsch. Natürlich auf mich, Mann. Och Gott. Wenn sie Veronica oder Serena angreifen, das ist kein gutes Gefühl. Na, oh, ich weiß nicht, was die aushalten. Springbrunnen, sehr schön. Kühlen Odem? Ach, du meine Güte. Hast du irgendwie... Mond? Na, du hast nur... Na, nee, das hilft uns hier echt gesagt nicht weiter. Steiniger Springbrunnen, der ist immer noch da drauf, ne? Der kriegt immer noch Schaden. Dann greifen wir dich einfach weiter an. Vampert, du musst sterben. Vampert muss fallen. Und wir heilen uns jetzt hoch. Serena kann das jetzt gerade nicht machen in dem Turn. Dann machen wir es jetzt einfach mal selber. Das geht jetzt gerade vor. Das hat gerade Vorrang. Serena, sehr schön, heilt Erik. Das macht sie gut. Ich muss sie nicht rumkommandieren, damit die gute Sachen macht. Das ist klasse. Knirsch. Lass mich raten. Ja, auf mich natürlich. Und einfach weiter auf den Vampert. Einfach weiter auf den Vampert. Wie es, als gäbe es kein Morgen. Oh, Serena, wie viel Leben hast du? Schön auf ihn drauf. Klasse. Auf mich natürlich. 7 Schaden. Serena, kannst du mich heilen? Okay, ist jetzt verblasst.
Oh, gut, das ist irgendwie eine Artikel, das Stange dir. Wie gesagt, jetzt weiß ich auch, warum wir da vorher speichern konnten. Nein, nicht Kleptomane. Jetzt weiß ich auch, warum wir vorhin speichern konnten. Damit wir genau vor so einem unfassbaren Kampf gewappnet sind. Das ist ein ganz schön schwerer Kampf. Ich finde die Geräusche, die sie machen, ganz interessant, wenn sie getroffen werden. Natürlich, irgendwann musste ich einschlafen, oder? Irgendwann musste ich einschlafen. Immer in Stärkung, danke sehr. Die denkt richtig mit. Veronika, Alter. Überlebt das alles. Boah! Boah! War das Veronika jetzt gestorben? Die lebt immer noch und sie setzt Wegwurz ein. Wie klasse sind die beiden denn bitte? Das sind die besten Gefährten, die ich haben kann. Sorry, Erik, aber die beiden sind ja so krass. Was hält dieser Wampert eigentlich aus? Kannst du auch einfach mal sterben, Wampert? Das wäre sehr schön. Noch mehr Schaden. Kühlen Odem. Kann er uns damit einfrieren zufällig? Ich weiß es gerade gar nicht. Schön daneben gegangen. Natürlich Knirsch auf mich. Die greifen alle nur mich an. Und Serena denkt richtig mit und halt mich direkt wieder hoch. Leute, wie gesagt, das sind die besten. Du. Besten Gefährten. Was hält Veronika bitte aus? Veronika, du bist kein Mensch, du bist ein Tier. Deine Abwehrkraft geht nochmal auf Normalpunkt wieder. Wampert, weiter attackieren. Was das Zeug hält. Der muss jetzt gleich einfach mal fallen. Der muss doch mal fallen da. Boom. Der lebt immer noch. Der lebt immer noch. Kannst du Erik bitte heilen, Serena? Wir greifen ihn einfach weiter an. Der lebt immer noch. Weißt du, diese Schergen sind irgendwie... Ja, der ist natürlich verblasst. Holt tief Luft. Und wir sind gekräftigt, nachdem er tief Luft holt. Der charge sich gerade bereit für einen Angriff. Schnell, wir müssen ihn jetzt killen. 18 Schaden, wir müssen ihn jetzt killen. Bitte, bitte, Veronika, greif doch bitte ihn an. Wir alle müssen ihn angreifen. Ich weiß, Serena macht das zwar nicht, aber wir müssen ihn alle angreifen. Heilung, schön. Bereite Erik darauf vor, dass jetzt gleich dieser komische Klotz da... Nachdem er jetzt komplett eingearbeitet. Der hat nicht genug MP. Bitte nicht gehen. Hat nicht genug. Die haben keine MP mehr. Was? Stößt einen kühlen Oden? Wow! Wie viel Schaden ist das? Ich greife jetzt einfach an. Ständiger Springboden ergibt für mich keinen Sinn mehr. Der muss gleich mal umkippen. Das kann nicht sein, dass der immer noch lebt. Serena, heil ihn. Dankeschön. Das kann doch nicht sein, dass der immer noch lebt. Veronika hilft jetzt mit. Schön. Und wir greifen jetzt einfach weiter an. Bitte, kann der einfach mal umkippen da? Boom! Er ist down. Der schlimmste Gegner ist down. Und ihr habt keine MP mehr für irgendwas. Das ist auch schon mal sehr schön. Das heißt, wir können jetzt euch alle einfach mal easy wegschnitzeln. Eine Ole Fiole, danke sehr. Nennen wir gerne Veronika. Herzlichen Dank dafür. Weil diese normalen Angriffe, die sie da haben, mein Gott, das sollen sie doch meinetwegen machen. Ich glaube, so viele Leben haben sie gar nicht. Und dann zeig... mehr Leben als der Fette da. Sorry, ich möchte hier kein Fat-Shaming betreiben oder so, aber der ist halt ein bisschen dicklicher gewesen, ja? Was, seine Kraft, was jetzt ist... Ja, warte mal, die Gegner können sich auch stärken. Entschuldigung. Aber immerhin können wir jetzt unsere gemeinsame Todesstoß-Attacke einsetzen oder Koop-Kraft, so wie es ja hier heißt. Verbrannte Erde möchte ich mir auch mal gerne. Erzeugt einen großen magischen Zirkel. Feinde im Wirkungsradius werden anfälliger für Attacken, die auf Feuer oder Erde basieren. Haben wir überhaupt sowas? Ja, doch, seine Fähigkeit, ne? Wobei, Feuer? Klar. Setzen wir einfach mal ein. Ich habe ja diese Feuerschwertattacke da. Boom, Krav Maga. Aber es macht keinen Schaden, ne? Ne, die sind jetzt einfach nur anfälliger geworden. Okay, warum nicht? Was heißt denn jetzt hier nur, ne? Man muss ja auch das nehmen, was man geschenkt bekommt. Das heißt, jetzt mein Flammit müsste jetzt mehr Schaden machen. 22, das ist absolut mehr Schaden. Aber der lebt immer noch. Das ist jetzt zu einem epischen Kampf, zu einem sehr zähen Kampf geworden. Oh, was? Wo kommen die 15 Schaden auf einmal her? Das würde für mich jetzt also bedeuten, dass diese Fähigkeit, diese Koop-Kraft, nicht Fähigkeit, ich will immer Fähigkeit sagen, auch nach einer Zeit Schaden macht. Tatsächlich, ja, 22 Schaden. Krass. Habe ich da überhaupt gar nicht gelesen. Wahrscheinlich einfach nur, weil ich es überlesen habe. Klasse, 16 Schaden. Veronika, 5 Schaden. Alle einmal bitte hier attackieren. Einfach schlitzen. Heilung. Ich glaube, Serena kann auch tatsächlich nur heilen, oder? Ich glaube, die hat gar keinen Angriffsmove. Die leben halt einfach immer noch. Dankeschön, der nächste ist down. Und du jetzt hoffentlich auch. Yes! Boom! Der eigentliche Boss aus dieser blöden Krypte da, waren die Zombies. Wir sind bei den Zombies gestorben und beim Wampert und seine Konsorten haben wir überlebt.
Aber gut, Serena hat einen großen, großen Beitrag dazu geleistet. Richtig viele Erfahrungspunkte, Level 11 für uns. Wir haben 7 Talentpunkte insgesamt. Ich will mal ganz kurz reinschauen, ob wir damit irgendwas hier verbessern können. Tatsächlich, Angriffskraft mit Schwertern plus 3. Steigert die Chance auf kritische Treffer, ist auch ganz schön. Was haben wir hier nochmal? Plop. Genau, dass sich die Gegner in Luft auflösen, lässt Blitze auf eine Gruppe von Gegnern niederfahren. Möchte ich aber gar nicht. Ich gebe mir einfach ein bisschen mehr Angriffskraft, würde ich sagen, mit Schwertern. Ja, komm, wir machen es einfach mal 4 Talentpunkte dafür ausgeben. Warum denn nicht? Angriffskraft steigt. Und jetzt möchte ich ganz kurz hier gucken. Drachenhieb. Ein Angriff, der Drachen schweren Schaden zufügt. Wunderbar. Mal gucken, wann wir da hinkommen. Für Erik gibt es kein Level Up, aber das ist ja auch nicht nötig. Never be the Lord of Shadows right hand man if I can't even beat the likes of you lot. Ugh. All my dreams shattered. Du armes Ding. Who is this Lord of Shadows you keep mentioning anyway? Wenn der jetzt sagt, dass ich es bin, ne? You'll find out soon enough. When everything finally goes. Wenn die Welt kaputt geht? Wir sind ja der Lichtbringer, ne? Wir müssen das ja stoppen. Das ist ja unsere Mission, wenn wir nicht alles täuschen, ne? Das heißt, wir müssen dagegen vorgehen. We'll find out soon enough, huh? Oh ja. Du bist mit mir auf Reisen, wir werden es herausfinden. Right. Time to get my magic back. Aber ich hoffe, du bleibst klein, Veronika. Nichts gegen dich, aber ich hoffe, du bleibst klein. So gefällt es mir am liebsten. Also jetzt mal no Loli oder so, sondern es ist einfach nur übelst lustig und cute, wenn sie so austickt als kleines Mädchen. Du hast viel Macht, glaube ich. Ich auch. Bitte nicht, bleib klein. Bitte. Oh. Geh da nicht rein. Verdammt! Ah nee, sie ist immer noch klein. But you look just the same. We're all our efforts for nothing. Sie ist immer noch so klein. Was? No need to worry on that front. I can feel the old magic zinging from the ends of my pigtails right down to the tips of my toes. Yes, sie hat ihre Macht und bleibt klein. But why do you still look like a little girl? Oh. I'm not really sure. I suppose whatever made me younger can't be fixed just by getting my powers back. But it could be worse. I mean, you know what they say. You're only young. Twice. Fast. Nicht ganz, Veronika, okay. Funny side. Well, I suppose I'd better get used to having a twin sister half my size. Zwillinge, ich kann's aber nicht fassen. By the way, you have noticed who we're traveling with, haven't you? Ja, er hat mich immer darauf angesprochen. Of course I have. And so have you, it seems. Shall we? Was? Was machen die jetzt mit mir? Was? Warum kniet ihr? Bold Luminary, Yggdrasil's chosen. Long have we waited to greet you. We of Arborea swear to protect you. While we live, none shall defeat you. Yes, das bleiben meine Gefährten. Wie gut ist das? Those who would accuse you of bringing disaster on our world. Please, you must rest assured that they are wrong. You are a hero. The light in your eyes, the light told of in the legends of Arborea. That's antiquated. It proves that beyond a doubt. I knew it was you the moment I saw you. So now you have magical twins swearing to serve and protect you? I guess you really are the luminary, huh? Ja, Erik, ich hab's dir doch gesagt. Nein. Ist ja nicht so, als hättest du die Geschichte, die dahinter steckt, immer irgendwie versucht, bestmöglich zu ignorieren. Eine Tür soll sich hier irgendwo befinden. Auserwählter Yggdrasils, dafür, dass die Zwillinge aus Antiquia dich als Lichtbringer anerkannt und geschworen haben, dich zu beschützen, wie es ihre Pflicht ist. Das heißt also jetzt, wir haben neue
Leute? Taktiken. Kann ich nochmal ganz kurz nachschauen? Nee, das sehen wir aber noch nicht. Aber ich glaube, das sind jetzt neue Gefährten von uns. Also hoffe ich jetzt einfach mal. Wenn sie uns eben beschützen wollen, dann gehe ich mal stark davon aus, dass das auch unsere Gefährten dann eben sind für unsere Reise. Also die laufen zumindest schon mal hinter uns her. Was ich ganz klasse finde. Zunächst sind das erstmal zwei Frauen. Also sagen wir mal eineinhalb Frauen. Und also so ein bisschen die Frauenquote. Die sind auch stark, also wir brauchen halt sowieso eine Magierin plus halt eben noch eine Priesterin. Das nehme ich auf jeden Fall gerne mit. Das ist eine schön gern gesehene Army-Composition. Das nehmen wir gerne. Schmuddeligen Verband. Wunderbar. Wenn ich mich also mal schneide an meinem eigenen Schwert, dann weiß ich, wie ich mich zu verarzten habe. Habe ich mir schon mal einen Verband dafür jetzt hier erstmal weggeklaut. Können wir das? Die sehen auch interessant aus, diese Fässer hier. Und was ist das da für ein Trank, der da gebraucht wird? Ich sehe hier Dinge, die ich noch nicht so ganz zuordnen kann. Naja, sie sagte, hier wird irgendwo eine Tür sein. Ich glaube, wir müssen gar nicht lange suchen. Ich glaube, hier ist eine Tür. Beziehungsweise von da sind wir gekommen. Also gehe ich natürlich auf die andere Seite, wie ich das natürlich auch eigentlich geplant hatte. Gar keine Frage. Hier wollten wir natürlich hin, von Anfang an. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Schmerzschrei war oder etwas, was man vielleicht jetzt nicht in so einem Kinderspiel sagen sollte. Du guckst auf jeden Fall sehr verbittert. Don't worry, you're safe now. We took care of that potty old fathead and his cronies. Thanks. I owe you one. I was starting to worry they were gonna get sick of feeding me and to eat me instead. Das ist der Vater, oder? You were starting to worry. And what about your poor little daughter? Jawohl. How do you think she's been feeding? Veronika, du bist sehr cholerisch, okay? Beruhige dich ein bisschen, okay? You know Connie. Es ist nicht gerade schwer zu erkennen, dass du der Vater bist von ihr. And she's fine, thanks for asking. The owner of the bar back in town is looking after her. He's a mature, responsible adult, you see. Veronika, fahr mal einen Gang zurück. Listen, I appreciate your help, really, I do. I'm Noah, by the way. If there's anything I can do to repay you, just say the word. Warum klingt deine Familie alles nach Hunden? Conny, Lex. Where have I heard that name before? Oh. Look, I've taken up enough of your time. I should, get back and see how Connie's doing. Thanks a million. Lex kennt man also vom Namen her? Oder zumindest Erik kennt ihn noch? Well, he certainly left in rather a hurry. Aha, das kann man wohl sagen. You can say that again. Very fishy. Well, never mind. We should head back too. We deserve a rest. Das haben wir uns auf jeden Fall verdient. Wir haben das wunderbar als Team gemacht. Marcel und seine Gefährten verlassen das Labyrinth und gehen zurück nach Onsen, wo sie die Nacht in der Herberge verbringen. Schließlich bricht ein neuer Tag an. Wie gesagt, das haben wir uns absolut verdient, hier diese Pause. Auf jeden Fall. Wir haben als Team super gemeinsam agiert und haben dort sogar einen Gefangenen freigelassen. Also wir haben alles richtig gemacht, das muss man sagen. Wir haben sogar zwei Missionen erfüllt, die ich dann in der Stadt natürlich abgeben werde. Aber Leute, natürlich, das werde ich erst in der nächsten Episode machen. Wenn euch diese Episode hier gefallen hat, dann würde ich mich natürlich einen Daumen hoch freuen und supporten. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder von Dragon Quest 11. Bis dahin, ich wünsche euch noch was. Tschüss, Gossing, Gossing, bye, bye. Macht es gut.